Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Soul Blazer. Oh, meine Stimme ist ja immer noch heiser. Liegt am frühen Morgen. Aha, hier werden wir zurückgeschickt. Und hier? Freien einen weiteren Jungen. Hurra, ich bin zurück, ich bin zurück. Hey? Vielen, vielen Dank. Ich werde dir die Pilzschuhe geben, wenn du wieder zu mir kommst. Dann wirst du auf Eis laufen können. Aha, das brauchen wir. Wir haben auch gesehen, wir haben bereits so ein Juwel. Und da wir an das andere Portal nicht rankommen, müssen wir wohl zu dem Jungen zurück. Dann gehen wir mal. Hier ist nichts, ja. Ich bewache diese Welt. Hier, nimm dies. Wir erhalten Erfahrung. Wir möchten zum Berg der Seelen zurückkehren. Dann viel Glück. So reden wir mit ihnen. Dort liegt der Berg der Seelen. Es ist sehr warm im Innern des Berges. Obwohl es draußen so kalt ist. Ich fühle mich gerade mal auf. Und wir sind Schneckenjockeys. Diese hier heißt Legend. Okay. Und der Pilz? Diese Wesen wachsen sehr schnell. Sie werden innerhalb eines halben Jahres groß, heiraten, kriegen Kinder und sterben in einem Jahr. Sie haben nie das Gefühl, dass ihr Leben zu kurz ist. Sie genießen nur jede Sekunde davon. Also, das erinnert doch stark an die Okampa aus Star Trek. Die Wesen, die eine Lebenserwartung von 9 Jahren haben. Werde dir meine Pilzschuhe geben? Auf den Sohlen befindet sich Schneckenschleim. Ist ja widerlich. Wenn du diese Schuhe trägst, wirst du nicht ausrutschen. Auf den Eisbahnen wirst du weiterhin ausrutschen. Blazer erhielt die Pilzschuhe. Was sollte das jetzt bedeuten? So, die müssen wir jetzt anlegen. Dann wollen wir mal gucken. Hätten wir doch noch ein paar Leute befreit. Ein paar Gnome nenne ich sie jetzt einfach. Wir haben es sehr genossen, uns nur anzuschauen. Wir haben es sehr genossen, uns nur anzuschauen. Aber ich werde schon bald alt sein. Vielleicht sollte ich jemanden Neues suchen. Och, also wirklich. Und du? Meine Frau konnte früher Magie benutzen. Sohn, Opa? So, so, es ist seltsam, hier jemand Neues zu sehen. Komm doch in mein Zimmer. Da bin ich doch schon drin, Alter. Setz dich hier vor mich. Jawohl. Ich habe so viele Fragen über menschliche Lebewesen. Wollen wir das ausdiskutieren? Kann ich noch mal? Ja. Hab ich versucht. Ich glaube, Blazer hat keine Lust. Naja, Blazer ist schließlich kein Mensch. Aber das wissen die hier nicht. So, mit dem hatten wir bereits geredet. Ich glaube, wir hatten noch nicht viele befreit. Der Berg ist noch nicht besonders. Wir müssen dann wohl wieder den Berg hinaufkraxeln und den blöden Schneebällen ausweichen. Jawohl. Laufen wir weiter. Auf wie geht's? Na dann. Dann wollen wir mal. Ah, das war mit Rutschbahnen gemeint. Weil hier haben wir immer noch Probleme. Aber wir wollten die Eisschuhe ja für die andere. Ich glaube, ich könnte gleich anfangen zu niesen, aber warten wir mal ab. Das kennt ihr doch sicher auch, wenn man das Gefühl hat, man muss niesen, aber es passiert einfach nicht. So. Hey, der blöde Schneeball, der schafft es da oben. Hör auf, so rumzublitschen. Hab ja auch mal Zeit. Und du hängst an den Truhen fest. Ha. Jetzt haben die uns wieder 4 oder 5 Schadenspunkte abgenommen. Also das Geschniefe gerade tut mir leid. Irgendwie bin ich den letzten Morgens immer etwas verkühlt. Ist halt Herbst. Wir befreien wieder etwas. Ah, die Großmutter, die die Magie benutzen kann. Wir haben aber noch nicht das Wesen befreit, das vom Himmel kommt, oder? Die gibt's doch auch in jedem von diesen... Ich hab den Faden verloren. In jeder der Welten. Wir hatten in der ersten Welt einen, in der zweiten und in der dritten. Ich wüsste jetzt aber gar nicht,
was uns hier für ein Wesen, das vom Himmel kommt, weiterhelfen sollte. Aha. Ihr mal wieder. Benutzen wir Magie. Aber nur, wenn der auch stehen bleibt. Ha. Ich war zuerst. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar mehr Juwelen bekommen, als ich ausgegeben habe, dank der Magierüstung. Und hopp. Und ein höherer Level. Menno. Und so. Hier geht's lang. Oh, kamen wir da nicht her? Oder nicht? Oder doch? Doch, da kamen wir her. Dann weiter geht's. Ah, da ist eine Treppe. Auf zur Treppe. Und schon sind wir da. Diese Eiszapfen gefallen mir nicht. Das ist schon irgendwie cool, aber wieso bewegen sie sich mit? Das ist ja voll bedrohlich. Schleim! Was bist du? Ein Magier. Dich krieg ich. Wieso kann ich dich nicht schräg angreifen, Magier? Magier in solchen Spielen nerven immer. Ja, jetzt klappt's. Schleim haben wir auch. Ich denke, ich kümmere mich erst um diese Magier. Die sehen irgendwie am gefährlichsten aus. Wir wollen ja nicht wissen, was sie für einen Spruch einsetzen. Zum Glück waren es nicht so viele. Und hier haben wir lauter Gummis. Oder Schleim, also ich finde, sie sehen aus wie Gummi. Wie so ein Gummibonbon. Es ist bald Halloween, wo ich das gerade aufnehme. Wenn ich es hochgeladen habe, dann wird es bestimmt schon längst vorbei sein. Ob die später ein Rennen machen? Aber im Moment haben wir den 26. Oktober. Und wir haben bereits Halloween-Süßigkeiten besorgt. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob bei uns Kinder vorbeikommen. Letztes Jahr ist eine Gruppe gekommen. Das würde wieder Ewigkeiten dauern, all diese Süßigkeiten zu essen. Vor allem, da ich selbst nicht so viele essen kann. Du, ein Stachelding. Tja, wo fangen wir wohl an? Hier gibt's bestimmt die richtige und die falsche. Aber ich gehe erstmal die total falsche, nämlich nach oben. Es ist viel zu groß hier. Aber da komme ich her. Und hier? Na gut, wir laufen mal. Oh, es ist so eine Eisrutschbahn. Aha, das war die richtige Wahl. Denn hier ist noch ein einzelnes Monsterportal. Komm her, Schleim. Gummi. Gummi gefällt mir. Sieht aus wie so ein Gummibonbon zum Kauen. Dass man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Naja, wir wollen nicht wirklich Monster essen, oder? Obwohl, vielleicht haben die Lebewesen dieser Welt keine andere Wahl und müssen wirklich Monster essen. Na komm. Das ist manchmal ganz interessant, wenn solche Rollenspiele irgendein Ökosystem und halt zeigen, wie das so funktioniert. Wir befreien einen Pilz. Okay. Ah, da ist er. Und er hat so viel vom Berg freigemacht, wahrscheinlich haben wir seine Wurzeln gleich mitbefreit. Ihr wisst ja, Pilze haben riesige, riesige Wurzeln. So, und da ich jetzt hier lang muss, fangen wir doch ganz von außen an. Also, es bringt nichts, ihn zu schlagen, dann platzt er bloß. Also wahrscheinlich ist das Sinn. Na toll. Aha, ein Monsterportal. Aha, jetzt haben wir Fledermäuse. Hier ist Zubat. Ja, hier haben wir ziemlich viele Höhlenartige und Schneemonster. Ach, Magie ist wohl am einfachsten gegen dich, Zubat. Hoppla, wie sind das nicht so viele? Hey! Dann warte ich halt, bis du hier unten lang fliegst. Ach, der umkreist mich immer. Hoppla, jetzt habe ich versehentlich auch auf die Magietaste gedrückt. Die Y-Taste, um genau zu sein. Kriegt man trotzdem hin. Ihr seid viel zu viele. Zum Glück können sie keinen Superschall. Ja, Pokémon muss ich auch noch irgendwann machen. Und? Hier geht's dann weiter. Da es hier so eindeutig weitergeht, gehe ich erstmal die anderen Gegenden angucken. Hey, hör auf. Du sollst mich hier nicht umkreisen. Such's trotzdem. Zubat umkreist mich. So, machen wir es mal, indem wir nicht auf dem Eis sind. Irgendwie gehen wir den Berg jetzt wieder runter. Wir sind extra hochgegangen, um wieder runter zu gehen. Was soll denn der Kack? Und... wählen. Wenigstens waren es nur zwei Stück.
Wir befreien ein Mädchen. Bald haben wir 1000 Juwelen. Ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. Gummi. Gummi wollte nicht. Wie auch immer man mit einem Schwert durch Gummi schneiden kann. Und ich meine, was blutet Gummi? Schleim? Oder so eine Art Gelatine? Fragen über Fragen. Manchmal richtig Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Also die Gummis können uns jedenfalls angreifen mit ihrer Gumminess. Da ist noch so ein Zubat. Ey, jetzt hat er mich getroffen. Oder es, oder sie, keine Ahnung, haben Monster ein Geschlecht. Da ist wieder so ein Eisding. Ja, dann halt. So. Und... ihr verdammten Juwelen, ihr seid jetzt alle außer meiner Reichweite. Schiebung, Mann, das ist sowas von unfair. Okay, wie man sieht, haben wir hier wieder eine von diesen Eisdingern. Rutschig, rutschig. Ja, trifft mich jetzt auf jeden Fall, wie es scheint. Aha, hier drüben haben wir noch ein Monsterportal erschaffen. Sind noch zwei jetzt. Dann sind wir in dieser Gegend bald fertig und können dann in die nächste gehen, aber... ich kann mich auch erinnern, das war eine größere Gegend. Die haben ja noch nicht mal das zweite Monsterportal, zweite Portal zum Meister entdeckt. Hoppla, wieso laufe ich denn hier lang? Naja, zu spät. So. Hier waren wir ja, wie gesagt, bereits. Gucken wir nochmal kurz. Jawohl. Hier. Unsere einzige Möglichkeit ist jetzt hier lang zu gehen. Magier? Wo tauchst du denn auf? Direkt neben mir. Der schaut über mir auf. Aha, ein Eis. Das ist ein Eisspruch. Haben wir den auch noch bekommen? Ah, endlich wieder befreien wir jemanden. Wir befreien eine Schnecke. So können wir wohl direkt mit der Schnecke reden. Wie Schnecken wohl klingen? Ich habe mir keine Stimme für sie überlegt. Stimmen, Schnecken haben eigentlich keine Stimme. Eigentlich müsste ich stumm bleiben. So, hier oben. Sind noch ein paar Magier. Bleib doch hier. Verdammter Magier. Dunkelelf oder was auch immer du bist. Ey, wie kannst du so weit weg auftauchen? Kannst du nur. Hier sind gleich zwei. Oh, nein, ich habe mich getroffen. Meine Energie ist schon wieder so... könnte sogar sein, dass ich in dieser Welt anfangen muss zu leveln, aber ich habe bis jetzt noch keine Gegner getroffen, die ich einfach so schlagen kann. Pass auf die Schneebälle halt, aber von denen gibt man keine Erfahrungspunkte. Und inzwischen dauert das ja auch immer länger. So, wir sind jetzt im Eisfeld von Leinole. Na gut, machen wir es mal auf. Ah, vergessen. So weicht man denen aus. Und Magier macht man am besten, indem man schräg ihnen gegenübersteht. Ich meine, wir sind ja gut darin, das Schwert von rechts nach links zu schwingen. Und nicht nur noch geradeaus. Wo ist der hier? Na, war klar. Oh, Zubat. Hallo, Zubat. Wie? Huch, hat meine Magie getroffen? Also eigentlich kann man auch gut leveln, indem man einfach alle Monster macht, bis auf eines, und dann zurückgeht, damit das Monsterportal zurückkommt. Aber ich sehe, der Part ist so ziemlich zu Ende. Ein weiterer Großvater. Dann danke ich euch vielmals fürs Zusehen, schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.